Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. So, ich muss mal ganz kurz den Kopfhörerton ein bisschen leiser machen. Ja, wir sind hier wieder bei unseren Käfigen und irgendwie kommen wir da nicht so richtig weiter. Wir haben hier einen Knopf, wenn wir den drücken, passiert gar nichts. Okay, wenn wir den da drücken, dann geht, glaube ich, da oben das auf. Das probieren wir jetzt nochmal. So, dann werden wir mal wieder zurück nach oben gehen. Gucken, ob wir da irgendwie... Autsch, das war jetzt nicht der ganz... gute Weg, wie ich ihn haben wollte. Oh, jetzt geht das Tor wieder zu. Okay, also nochmal. Einmal aktivieren. Oh, ein Stück zurück. So, und jetzt gehen wir hier wieder mal zurück. So, mal schauen, was passiert, wenn ich hier klicke. Ah, dann geht das da unten auf. Okay. So, wie kriege ich das wieder auf? Ist da noch ein Schalter? Ja. Also, das heißt, wir müssen flink sein. Das heißt, wir drücken jetzt hier den Schalter. Drücken hier den Schalter. So, und jetzt kriege ich aber da oben das Tür nicht mehr auf. Das ist ganz blöd. Ah, das heißt, ich muss wohl... Ah, Hilfe. Gehst du hoch? So, muss wohl alle Schalter hier von A bis Z durchdrücken. Was passiert, wenn ich den da drücke? Geht das Gitter auf? Gut, das brauchen wir nicht. So, jetzt probieren wir hier das mal. So. Dann geht da hinten das auf und da geht das hier auf. Okay, also wir warten jetzt mal, bis es da hinten wieder zugeht. Das heißt, wir müssen einfach alle Schalter drücken und irgendwie da durchrennen. Hm, okay, strange, aber in Ordnung. Also hier klicken. So, dann hier klicken. Laufen wir gleich durch. Halt. Hier klicken, ganz schnell durch. Der Schalter ist aktiviert. Dann den da anklicken. Hier nach unten. So, wow, geschafft. Und hier müssen wir jetzt wieder hoch. So. Okay, und hier, ja, das Tor bitte noch auf. Puh, okay, das haben wir geschafft. Soweit, so gut. So, da. Jo, wie komme ich denn da oben rauf? Okay, probieren wir mal. Aufladen. So, oh, hat ja gleich geklappt. Wunderbar. Puh, yeah, baby, das haben wir also hinter uns. Okay, so, dann gehen wir hier mal weiter. Ach, du Scheiße. Aha. Okay, ich sage, holen wir uns mal das zu uns hier. Kommt zu Papa. So, drehen das mal. So, und in der Zeit möchte ich nochmal auf einen Kommentar oder zwei Kommentare eingehen. Ja, muss hier richtig konzentrieren bei dem Game. Okay, das geht also von da links der Laser. Das heißt, wir gucken mal, das sollte so passen. Ah, stell dich mal richtig hin. Reicht das? Ja, das reicht. Okay, mal gucken, wenn der jetzt runter geht. Wir ducken uns mal zur Sicherheit. Gehen da mal durch. So, das sollte passen. Wunderbar. Oh, Backe, Backe, Backe. So, ja, also wie gesagt, ich habe da noch zwei Kommentare gehabt vom Mekuragu. Der hat da mit den Tracern sich nochmal ein bisschen beschäftigt und hat also überlegt, ob es da nicht vielleicht die Möglichkeit gibt, die kaputt zu machen einfach. Das werden wir bei der nächsten Gelegenheit mal testen. So, wir sind noch im Kriechgang, das ist gut, dann werden wir uns mal da durchkriechen. Wow, okay. Und ja, dann versuchen wir den einmal zu bewerfen und schauen mal, ob das vielleicht hinhaut, dass wir den vielleicht ganz kaputt kriegen. Er meinte, so nach zwei, drei Treffern war der dann doch ein bisschen verbeult. Und das andere, wenn er inaktiv ist, mal probieren, ob wir es vielleicht schaffen, den irgendwie wegzubewegen. So, okay, wie machen wir das jetzt hier? Also laufen. Wird schwierig. So schnell sind wir nicht. Nee, das ist definitiv viel schneller als wir. Ja. Ich glaube, ich hole mal meinen Freund das Müllfass. So, komm mal. Ja, komm mal her, mein Freund. Wir müssen uns, glaube ich, hier noch ein wenig umorientieren. Wow, wie mache ich das? Das ist gar nicht so easy. Ach du Scheiße, wie geht das denn? Ah, wir können es auch seitlich bewegen. Jetzt muss ich nur erstmal gucken im Prinzip, wo die Laserstrahlen herkommen. Ich glaube, von rechts dürften die kommen. Ja, von rechts. Okay, also wir versuchen das jetzt mal. Wir werden uns jetzt hier mal so seitlich bewegen. Ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht neutralisieren. Ich speichere zur Sicherheit mal den Spielstand ab. So, und jetzt probieren wir das mal einfach. Okay, so funktioniert das soweit schon mal. Au, nee, das war wohl nicht ganz so okay. Da sollten wir uns wohl ducken. Also wir laden das jetzt nochmal. Hui,
Baby, Baby, Baby. Ja, da haben wir jetzt wieder die nächste Nuss vor uns, die wir knacken können. So, da schauen wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Also, wir müssen gucken, ist ganz unten auch eins. Ja, also wir müssen im Prinzip gucken. Kann man uns ducken dabei? Ja, das klappt. Okay, und dann das bisschen hochheben. Mal ein Stückchen zurückgehen, dass das frei ist. Und dann eigentlich. Ach so, da hängen wir noch fest. Das ist doof. So, jetzt wird's kritisch. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Wow. Also da habe ich echt Respekt vor. Mal gucken, ob das so hinhaut. Geduckt bleiben. Ja, das sieht gut aus. Langsam weiter bewegen. Wow. Okay. Oh shit, Frau Schmidt, das ist heikel. Sorry, wenn ich jetzt gerade nicht viel sage, aber muss ich hier höllisch konzentrieren, sonst sind wir gleich wieder flach. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie weit das jetzt noch geht. Ich hoffe, wir sind bald irgendwie auf einer anderen Seite angekommen. Boah, also das ist echt übel. Oh, ich glaube, wir sind hier gleich am Ende. Ja, da ist das Ende. Oh, nochmal kurz stehen bleiben zur Sicherheit. So, und jetzt ganz durch, ganz durch, ganz durch. Boah, Mamma mia. Oh, die stellen wir mal dahin, mein Freund. Puh, also das haben wir doch relativ gut hingekriegt. So, jetzt muss ich mal gucken, haben wir hier irgendwo. Ah, einen Schalter. Gut, dann. Oh. Mamma mia. Also das Ding ist echt hier erschreckend. Da muss man mit allen Tricks arbeiten. Aus dem Kriechgang erstmal wieder raus. Wow, okay, also das haben wir gemeistert, das passt soweit erstmal. Okay, gut gemacht. Geh jetzt in den Fahrstuhl. Ja, und das ist wieder Oscar. Dem Oscar traue ich auch nicht so ganz und da bin ich auch nicht so ganz allein mit der Meinung, denn immer wenn irgendwas er vorbereitet hat und wir kommen an, geht irgendwas in die Hose. Ich habe so langsam auch das Gefühl, dass da irgendwie hinten hinter der ganzen Sache steckt und dass er vielleicht der Prozess ist, der da so ein bisschen nervt. Deswegen müssen wir jetzt halt mal Vorsicht walten lassen, aber hier können wir jetzt auch nur in den Aufzug rein. So, Tür zu. Schauen, was passiert jetzt? Hallo? Oh, es wird geladen. Wir sind wohl mit dem Sektor durch. Okay, das heißt, wir kommen jetzt also zur nächsten Stufe. Und da lassen wir uns mal überraschen, was jetzt auf uns zukommt. Stunde Nummer 6, die Entsorgung. Das klingt nicht so gut. Entsorgen ist immer schlecht. Oskar, wo genau bin ich jetzt? Dies ist das Herz vom Entsorgungsnetzwerk. Du musst einen Weg zu den oberen Etagen finden. Obere Etagen. Okay. Nach oben geht hier erstmal noch gar nichts. Ja, ich würde sagen, wir speichern gleich mal wieder ab. So, und da haben wir schon wieder einen Laser. Was heißt das jetzt? Ah. Nee, das bringt mir gar nichts. Was steht denn da drauf? Laser Control. Ah, da bleibt der untere Laser stehen und da bleibt der obere Laser stehen. Also wir müssten im Prinzip gucken, dass ein Laser stehen bleibt, einer gerade nach rechts geht und dann runterspringen. Und da weiß ich aber nicht, reicht das oder müssen wir uns ducken? Okay, das probieren wir jetzt mal aus. So, und neutralisiert. Mist, bin ich jetzt wegen dem Sturz neutralisiert worden oder. Ah, eieieiei. Also da haben wir gleich die nächste tricky Situation. Mal gucken, also wir müssen es da runterfallen lassen, am besten mit aufgeladenem Handschuh irgendwie. Ja, jetzt kommt das Ganze nochmal. Komm, mach die Tür auf. Ich wollte eigentlich das andere laden, aber Oskar, wo genau egal. bin ich jetzt? Dies ist das Herz vom Entsorgungsnetzwerk. Du musst einen Weg zu den oberen Etagen finden. So, wenn ich den unteren dann rechts habe. So, okay. Also probieren wir das jetzt nochmal. So, den lassen wir jetzt mal drin. So, das hat gepasst. Wow, also die Laser, schicke Geschichte. So, jetzt schauen wir uns hier erstmal in Ruhe um. Und zwar ganz, ganz vorsichtig. Oh, da ist eine Kugel. Da ist eine Kugel. Hat die irgendwas zu sagen? Müllball. Dies ist ein zusammengedrückter Müllball. Wenn du ihn in ausreichende Geschwindigkeit versetzt, kann der geschlossene Türen durchbrechen. Okay, das ist eine geschlossene Tür.
Okay, das war jetzt nicht ganz so gut, weil wir haben den, glaube ich, gerade von uns weggenommen. Gucken, kriege ich den wieder zu mir her? Ach du Scheiße. Oh, das war jetzt irgendwie doof, weil ich krieg den jetzt nicht mehr bewegt. Moment, das Fass kriege ich aber bewegt. Aber auch nicht so wirklich sinnvoll. Ja, toll. Also ich komme da jetzt aber nicht weiter. Mist. Jetzt gucken wir mal, wie geht's hier weiter. Ist das eine Falle oder geht's da unten drunter weiter? Aha. Das war eng. Das war richtig eng. Okay, also mit dem Müllball, das müssen wir nochmal üben. So, jetzt sind wir hier wieder ein Schrittchen weiter. Ich speichere aber auch zur Sicherheit gleich wieder ab. Wir müssen eigentlich einen Weg nach oben finden und kommen immer weiter nach unten. Also irgendwie ist das jetzt gerade kontraproduktiv, was wir hier machen. So, da geht ein Gang durch. Da geht's nach unten und da ist eine kaputte Tür. Das heißt also, wir gehen erstmal hier rein. Gucken, ob wir hier irgendwas erreichen können. Okay, da heißt's wieder hier nach oben. Das ist eigentlich nicht so schwierig, dachte ich. Okay, wird's aber wohl doch. So, also irgendwie klappt das nicht so richtig. Ich würde mich ja ganz gern da auf diese. Machen wir mal andersrum. Ah, ich muss weiter hoch. Okay, also volle Energie. So, jetzt kann ich da mich abfedern und stehe auf dem schon mal drauf. Ach du Scheiße, und das bis ganz da hoch. Ja, Freunde der Nacht, ihr habt ja was vor mit mir. Okay, jetzt sind wir auf der nächsten Stufe. Das geht auch noch ganz easy und da ist, glaube ich, ein Durchgang. Das werden wir mal testen jetzt. So. Okay, also wir sind jetzt wieder hier oben. Gut. Da sind jetzt, oh Gott, wieder ein Haufen Knöpfe und Türen. Mal gucken, was da passiert. Emergency Button. Da geht der hier auf. Was passiert, wenn wir hier oben drücken? Ups. Dann geht der auf. Dann gehen wir hier erstmal lang. So, da kommen wir hier vor. Nummer 9. Ich habe gerade festgestellt, dass der Gravitationsbeschleuniger völlig einsatzbereit geblieben ist. Er versorgt deine Handschuhe weiterhin mit Energie. Ich denke, du kannst die Gravitation in diesem Raum manipulieren. Aha. Wie kann ich jetzt hier die Gravitation? Okay, das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich da runterkomme. Was erwartet mich da unten? Da drüben ist ein Schalter. Das heißt, wir werden erstmal uns darüber bewegen. So. Was haben wir jetzt mit diesem Schalter bewirkt? Ah, wir haben die Gravitation aufgelöst. Ah, wenn wir jetzt springen. Autsch. Ah, wir haben keine Gravitation mehr. Das heißt, wir können uns hier sozusagen frei bewegen. So, wunderbar. Das ist schon mal schön, aber für was ist das gut? Ist jetzt die Frage, da ist eine Tür, da können wir mal gucken. Okay, also das konnten wir zumindest schon mal damit umgehen, dass wir da irgendwo uns abfangen mussten. Aber irgendwie, ah, da ist der Müllball. Ah, den. Okay, also mit dem können wir eventuell defekte Türen zerstören. Und wir hatten ja da so eine Tür. Ich will das mal ausprobieren. Okay, war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Tja, irgendwie. Ah, ich glaube, wir müssen mit dem Müllball. Ja, mach nicht so einen Krach. Hier oben waren wir ja so hier. Die Tür können wir wahrscheinlich nicht zerstören. Ich denke mal, wir müssen den Müllball nach draußen dirigieren. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Ne, das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier den. Ach, das ist ja wie Murmelspielen hier. So, das klappt soweit. Dann einmal darüber. So, und dann in das Gravitationsfeld, genau. Ich denke mal, wir haben ja da hinten. Oh, da ist die Gravitation schon etwas schwächer. Einmal durch die Tür bitte durch.
So. Genau. Und ich denke mal, wir müssen nämlich dann mit diesem Ball wieder nach da oben durch die Tür durch. Wo war sie denn jetzt? Ich glaube, da oben ist die Tür gewesen. Genau. Jetzt gucken wir mal, ob wir die noch da hoch irgendwie katapultiert kriegen. Das ist sehr gut. Ah, das heißt, der bewegt sich auch und fällt auch nur ganz langsam wieder runter. So, das heißt, wenn wir den jetzt darüber schießen, müssten wir vielleicht die Möglichkeit haben. So, jetzt müssen wir den nur irgendwie da hochkriegen. Uah, das wird nicht easy. So, einmal da hochschießen. So, mal gucken, wo der jetzt hingeht. Wir können es doch, glaube ich, auch ohne Gravitation nach oben bewegen. Genau, und da oben muss der Ball hin. Das ist gut. So, jetzt können wir uns gleich mal da hochschwingen. Okay, das sieht gut aus. Halt. Okay, den Ball mal da hoch. Halt. Ein Stück zurück. Ha. Interessant, dass wir da ein laufendes, tapsendes Geräusch haben. So, und da hängen wir wohl irgendwie fest. So, den mal ein Stückchen nach vorne bewegen. Wir bewegen uns auch mal nach oben. So, das sollte passen. Stückchen hier runter wieder, die Tür aufmachen. So, und jetzt gucken wir mal, wo haben wir den Müllball? Da. Aua. Aber die Richtung stimmt. Nochmal aua. Und die Tür geht wieder zu. Das ist nicht gut. Oh, noch ein Stückel zurück. Oh, die Zeit ist auch schon längst wieder rum. Ah, bleib schön da. Genau, da will ich dich haben. So, jetzt hier nochmal die Tür öffnen. Ah, jetzt falle ich runter und der auch. Mist. Also, das hat jetzt nicht so geklappt. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Da gucken wir uns das dann mal an, wie das genau funktioniert. Wir müssen mit dem Müllball, der da ist, hier oben durch diese Tür durch. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so leicht. Wo ist eigentlich der Müllball gerade? Wir springen nochmal kurz hoch. Würde mich jetzt doch mal interessieren, wo der gerade rumschwirrt. Der Kollege da unten liegt da. Okay. So. Das heißt, den Knaben müssen wir uns dann im Prinzip beiholen. Oh, hier mal vorne auf das Gitter drauf. So, und da drüben müssen wir hin. Schü, 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 schü. Oh, jetzt habe ich ihn, glaube ich, ganz verbeult. Ne, noch nicht ganz. Okay, das passt. Ja, also ich sehe schon, das wird eine schwierigere Sache. Ich lasse das mal so, wie es ist. Speichere jetzt mal genau hier an dieser Stelle ab. Und da machen wir in der nächsten Folge weiter. In diesem Sinn, für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.